Liebe Followerinnen und Follower, willkommen aus der Plenarwoche des Europaparlaments in Straßburg, wo Frühling und Sonnenschein auch hier angekommen sind. In dieser Woche haben zwei Themen die außenpolitische Agenda bestimmt. Das war zum einen die Situation in Syrien, nachdem die USA, Frankreich und Großbritannien nach einem mutmaßlichen Giftgasanschlag des syrischen Regimes Vergeltungsschläge durchgeführt haben. Meinen Standpunkt habe ich in den vergangenen Tagen öfters in der Presse und in der Öffentlichkeit immer wieder klar gemacht: Eine militärische Lösung wird es in Syrien nicht geben. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Konfliktparteien zurück an den Verhandlungstisch in Genf kehren und den Friedensprozess voranbringen. Die EU sollte hier mit einer Stimme sprechen und ihre Syrien-Strategie konsequent dann auch gemeinsam umsetzen. An dieser Strategie sollten die Mitgliedstaaten auch ihre bilateralen Beziehungen zu Assads Verbündeten, also in dem Fall Iran, Russland, aber auch die Türkei, die jetzt involviert ist, ausrichten. Zum anderen ging es diese Woche um die Aussichten für einen innerkoreanischen Friedensprozess. In der Plenarsitzung am Dienstag habe ich die EU dazu aufgefordert, ihre diplomatische Stärke als Vermittlerinnen in den Prozess einzubringen. Dieser muss weiterhin jetzt vorangebracht werden, er steht auf wackeligen Beinen. Gleichzeitig lassen jüngste Gespräche zwischen Nord- und Südkorea und ein geplantes Treffen von US-Präsident Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un Raum für vorsichtigen Optimismus. Am Dienstag war außerdem der französische Präsident Emmanuel Macron zu Gast im Europaparlament. Als Berichterstatter für Klimadiplomatie im Auswärtigen Ausschuss begrüße ich seine Bemerkung, dass dieses Politikfeld auf EU-Ebene viel stärker vorangebracht werden muss. Die Europäische Kommission bereitet momentan den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen ab 2020 vor. Als Entwicklungspolitiker habe ich dazu gesprochen, auch hier im Parlament, dass es mir wichtig ist, dass die Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen erfüllen und mindestens 0,7% des Bruttoinlandsprodukts für die Entwicklungszusammenarbeit ausgeben. Zum anderen setze ich mich vehement dafür ein, dass Mittel aus dem Instrument für Stabilität und Frieden auch künftig nicht zur Finanzierung von militärischer Infrastruktur in Drittländern verwendet werden darf. Mehr Informationen zu diesen anderen Themen finden Sie auf meinen Social-Media-Kanälen und auf meiner Webseite, egal ob Sie in Koblenz, in Wittenberg, Hamburg oder in München sind, wo ich nächste Woche sein werde zu einer Veranstaltung. Von daher gucken Sie rein und beste Grüße aus Straßburg.